jetzt hier auf der dritten Promo-Flammenshow in Recklinghausen. Wir haben hier mehrere tausend amerikanische Autos, vom Hot Rod aus den 30er Jahren bis zum modernen 2016-17er Chevy Camaro, Challenger, alles ist da. Wir haben diverse Programmpunkte hier auf der Promo-Flammenshow in Recklinghausen. Und da fangen wir an bei der Lowrider-Show, präsentiert vom Autohaus Katzner. Bei Ford gelernt. Da hatte mein Lehrherr also auch schon immer amerikanische Fahrzeuge. Damals gab es den Ford Fairline, Ford Galaxy, Ford Mustang. Das war damals eine Ikone, heute auch noch eine Ikone. Ja, so Ford Thunderbird. Und ja, da habe ich meine Liebe für diese amerikanischen Fahrzeuge entdeckt. Aktuell haben wir jetzt natürlich die komplette Jeep Ranch bei uns im Programm. Ja, so, es gibt ja mehrere Modelle vom Jeep. Wir fangen an bei dem kleinen, bei dem Einsteiger, das ist der Jeep Renegade. Nach dem Jeep Renegade kommt jetzt das ganz neue Modell, das gibt es erst seit 14 Tagen, das ist der Jeep Compass. Nach dem Jeep Compass kommt der Jeep Cherokee. Und dann das Spitzenmodell ist der Grand Cherokee. Außerordentliches Fahrzeug, was also nicht in diese normale Ranch reingehört, das ist der Wrangler, Jeep Wrangler, den wir hier rechts stehen haben. Das ist ja die Ikone, eigentlich ein Kultfahrzeug, was aus den 40er Jahren herstammt. Da wurde der erste Jeep Willy vorgestellt und da ist der Wrangler immer weiter aufgebaut worden und ist heute also ein Kultfahrzeug. Ja, so entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Und dann vertreten wir natürlich auch noch die amerikanische Kultmarke schlechthin, das ist Dodge. Ja, also jeder, der sich für amerikanische Autos interessiert, der wird auch die Marke Dodge kennen. Und da gibt es natürlich diesen riesen Pickup. Dieser Pickup, der natürlich auch schon mittlerweile Kult ist. Das ist der Dodge Ram, den es auch in verschiedenen Ausführungen gibt. Den haben wir in unserem Portfolio. Und dann natürlich die sportlichen Dodge-Fahrzeuge, wie die Sportlimousine. Das ist der Dodge Charger oder eben auch der Sportcoupé Dodge Challenger. Zeitschrift Chrom und Flammen, die lese ich schon seit langem. Ja, das ist also eine meiner Lieblingslektürzeitschriften. Und wenn man sich für amerikanische Fahrzeuge interessiert, dann gehört also diese Zeitschrift Chrom und Flammen eigentlich dazu. Man sieht also hier, sag ich mal, sehr interessante Leute. Man sieht natürlich interessante Autos, ja, à la Couleur, junge Muscle Cars, Oldtimer, ja, überhaupt diese ganze amerikanische Szene, die fasziniert ein Jahr, wenn man sich dafür interessiert. Und ja, und das gefällt uns eben einfach, weil man hier also alles sieht, was man oder wo viele von träumen. Ne? Viele amerikanische Fahrzeuge, alte, junge, moderne, PS-starke, ja, und ja, außerordentliche Fahrzeuge. 1991 war ja das erste Treffen von der Chrom und Flamme. Da sind wir erste Mal mit dem Auto hier hingefahren. Nach der Preisverleihung, wo ich ganz verdutzt war, habe ich noch den Pokal gekriegt, Best of Show. Das, was mich sehr verwundert hat und ich auch für sich auch ein bisschen Bestätigung hatte dafür, so, dass wir das eventuell weitermachen, ja, diese ganze Sache. So, an dem Fahrzeug haben wir geändert. Der ganze Body ist geschändelt um 10 cm. Das heißt also, wir haben den ganzen Aufbau 10 cm neben den Rahmen gesetzt. Dadurch ergibt sich, dass die Hauben, Kühler, Trittbretter, muss alles dementsprechend angepasst werden durch den niedrigen Punkt. Das heißt also blechtechnisch Vollgas. Die Hauben Handarbeit, Trittbretter, alles Handarbeit. Dann die Hauben können wir mal aufmachen. Da ist sogar noch mein erstes Airbrush-Foto drauf, was wir gemacht haben. Ansonsten ist alles noch so, wie wir den gebaut haben, 1989. Das Ding steht jetzt schon hier, seit 26 Jahren habe ich dieses Auto, was mich noch nie verlassen hat. Immer läuft, komischerweise, und alles funktioniert und ich einfach ganz stolz drauf bin.
nochmal Unterschiede zwischen US- und EU-Versionen. Das sind da mal die Spiegel. Die Spiegel sind beim US kleiner. Die Rückleuchten sind anders. Das sind so Kleinigkeiten, die dann eine Rolle spielen, wirklich. Auch was den optischen Hintergrund angeht. Und ein US hat mich einfach mehr gereizt, als ein EU einfach zum Händler zu gehen und sagen, das will ich. Aber ich wollte so ein bisschen die Erfahrung sammeln, dass er wirklich ein US-Import ist. Der ist grün, weil ich ein Green Bay Packers-Fan bin seit über 10 Jahren. Und ich habe mir gedacht, ich setze das Konzept auf mein Auto um, dass es ein Unikat in Deutschland wird. Der steht hier auf 22 Zoll Schmittfelgen. Vorne mit der 2,65er Bereifung, hinten mit der 2,95er. Und das ist einfach die Optik, es macht das Ganze stimmig mit den grünen, schwarzen Felgen. Das passt dann einfach nochmal zusammen. Das vorne nochmal mit den schwarzen Akzenten im Grill. Das passt einfach optisch perfekt zusammen. Ja, wir sind ja das erste Mal hier. Und ich muss sagen, dafür, dass es für uns eine Spontanaktion war, dass wir hergekommen sind. Also ich bin wirklich begeistert von der Menge, von der Qualität von Fahrzeugen, die hier steht. Vom Essen auch super alles. Also wir sind hoch zufrieden hier. Perfekt. Ja gut, wir sind eigentlich seit Anbeginn der Zeiten dabei, als es damals noch von Belgien ausging. Wir haben früher Showfahrzeuge lackiert, also hauptsächlich mein Bruder. Und haben auch immer die Chrom und Flamme bei technischen Fragen zu Effektlacken, Pflegemitteln und so weiter unterstützt. Und sind halt, wie gesagt, von Anfang an dabei. Machen das jetzt seit fast 30 Jahren. House of Color für Deutschland, McGuire's Poliermittel, inzwischen eine eigene Serie. Und die Mittel haben wir dann eben auch, dass man also komplett von A bis Z so ein Lowrider-Projekt durchzieht oder auch einen Klassiker vernünftig im Glanz erstrahlen lässt. Also alles rund um Lack und Pflege ist so unser Spezialgebiet. Ja, hier auf dem Event ist es sehr viel der Effektlackbereich, House of Color, weil wer in den Staaten was auf sich hält, der hat seinen Lowrider, Custom Car, wie auch immer, seinen Hot Rod irgendwo in House of Color lackiert. Das sind immer die pokalträchtigen Lackierungen. Hier fahren ja auch sehr viele schön lackierte Geschichten rum. Auch Pinstriping, alles was dazugehört. Sind auch einige Lackierer hier, die Fragen haben. Also ist schon sehr interessant hier. Ich kann nur eins sagen, wer hier nicht dabei ist, ist selber schuld. Sehr viel zu erzählen und noch viel mit zu erleben. Wer noch nicht hier war, sollte unbedingt mal hier hinfahren. Wir werden das nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder machen, dann zum vierten Mal und dann sicherlich auch wieder hier auf dem Gelände an der Festlandhalle in Recklinghausen.